Podcasts lassen sich nicht nur mit der Podcatcher-App auf eurem Smartphone hören. Nein, auch das Fritzphone ist in der Lage, Podcasts im MP3-Format abzurufen. Wie ihr eure Lieblingspodcasts in das Fritzphone bekommt, schauen wir uns in diesem Video an. Ich möchte jetzt nicht über Sinn und Unsinn diskutieren, ob man den Podcast auf dem Fritzphone hören möchte oder nicht. Wir schauen uns jetzt einfach nur an, wie es funktioniert. Auf dem Fritzphone ist dazu erstmal nichts zu tun. Wir loggen uns in die Fritzbox ein und unter Heimnetz und Media Server klicken wir hier oben auf Podcast. Jetzt bekommen wir die Liste der bereits installierten Podcasts hier angezeigt. Ihr seht hier den Auslieferungszustand plus drei, die ich mir hinzugefügt habe, nämlich Logbuch Netzpolitik, meine eigenen Straight Loud und Lage der Nation. Die lösche ich mir jetzt alle mal weg, dass wir wieder in den Ausgangszustand kommen und wir schauen uns jetzt an, wie wir da einen Feed reinkriegen. Ja, das Gimmick ist nämlich, dass bei Podcasts nur das MP3-Format unterstützt wird und sonst nichts. Also ist nicht ganz richtig. Hier sieht man nochmal, dass M3U und PLS unterstützt werden, habe ich aber persönlich noch nie bei einem Podcast gesehen. Typischer wären da schon Formate wie zum Beispiel Ogg-Vorbis. Allerdings wird das nur bei Musik unterstützt und nicht bei Podcasts. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Also wir brauchen also auf jeden Fall unseren MP3-Stream. Und da bietet sich in der Regel einfach Google an oder die Suchmaschine eurer Wahl. Ich suche einfach zum Beispiel ein Logbuch Netz. Politik und gebe dann einfach mal MP3 dazu ein. Dann komme ich auf die Unterseite abonnieren. Wenn ich da ein bisschen runter scrolle, finde ich den Link zum MP3-Feed. Das ist der, den wir wollen. Den kopiere ich jetzt einmal raus, gehe zurück in die Fritzbox Cable. Hier unten bei neuer Podcast wähle ich anderer Podcast aus. Den benenne ich jetzt Logbuch Netzpolitik. Das ist ein Freifeld, den könnt ihr auch LNP oder sowas nennen. Internetadresse rein und ja, der Abrufintervall 20 Minuten, der ist doch okay. Und ja, jetzt kann man sich hier informieren lassen, wenn ein neuer Podcast rausgekommen ist. So, das war schon die ganze Kunst, jetzt ist der Podcast drin. Sieht dann entsprechend am Handy so aus, dass man auf Menü geht, Internetdienste und dann Podcasts auswählt und dann sehe ich eben, dass hier Logbuchnetzpolitik entsprechend zu finden ist. Kann man nicht nur Podcasts hinzufügen, sondern auch Internetradios. Das fasse ich jetzt einfach mal in einem Video zusammen. Wir schauen dazu jetzt nochmal auf der Hilfeseite und bei Internetradiosender finde ich die gleichen Formate M3U, MP3 und PLS. Meiner Erfahrung nach ist M3U das Livestream-Format oder die Dateiendung, die dort verwendet wird. Deshalb machen wir das jetzt analog zu den Podcasts. Wir googeln einfach den Namen unseres Radiosenders und hängen noch M3U dran. Antenne Brandenburg habe ich schon mal offen, aber ich google das jetzt auch nochmal. Antenne Brandenburg und dann M3U. So, ja. Dann bekomme ich hier das erste Ergebnis und wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, ähnlich wie vorhin auch bei den Podcasts, gibt es halt hier die Livestream-URLs und die will ich haben. Höhere Bitrate heißt auch gleichzeitig höhere Qualität und ja, ich nehme natürlich die höhere Qualität. Die Internetanschlüsse sind eigentlich nicht mehr so begrenzt, dass man da Abstriche machen müsste, wird dann nur bei Volumentarifen interessant, die habt ihr aber hoffentlich nicht. So, wieder zurück in die Fritzbox, Media Server und statt Podcasts hier oben einfach Internetradio auswählen. Dann gehen wir hier runter zu neuer Internetradiosender, anderer Internetradiosender und jetzt hier die Internetadresse einfügen. Der Name wäre jetzt hier zum Beispiel Antenne Brandenburg, mit OK bestätigen. Und jetzt würde ich euch das ja gerne vorspielen, was da läuft, aber dann kann ich mein Video nicht monetarisieren. Von daher müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass ich Antenne Brandenburg als zusätzlichen Radiosender auf dem Display sehe und natürlich auch hören kann. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und blende euch jetzt auch noch ein paar weitere Videos ein.